Thank you, Your Excellency. Thank you, my brother. And now I would like to invite Mrs. Angela Merkel, Chancellor of the Federal Republic, Germany. Your Excellency. Having some technical issues, can we maybe unmute? Yes. Thank you. Your Excellency, you yeah, have... can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Ich freue mich, hier dabei zu sein, wenn heute der Startschuss gegeben wird für diese so wichtige Konferenz am 4. Mai, die sich dem Kampf gegen Covid-19 widmet. Wir sind uns alle einig, dass diese Pandemie die größte Herausforderung seit Jahrzehnten ist. Und ich bin sehr dankbar, dass die Weltgesundheitsorganisation. Ich freue mich, dass die globalen, internationalen Gesundheitsakteure sich zusammengeschlossen haben. Und ganz im Sinne des Sustainable Development Goals Nummer 3 der Gesundheit hier eine Initiative ergriffen haben. Wir werden dieses Virus nur besiegen, wenn wir unsere Kräfte bündeln und eine schlagkräftige Allianz bilden. Die Gesundheitsakteure haben dies bereits getan und wir sind von deutscher Seite aus bereit, dies politisch mit all unseren Kräften zu unterstützen. Und ich bin auch der Europäischen Union sehr dankbar, dass sie hier die Dinge auch mit in die Hand genommen hat. Zentral, und wir wissen alle, dass wir mit der Pandemie leben müssen, bis wir einen Impfstoff gefunden haben. Zentral ist also die Entwicklung eines solchen Impfstoffs, natürlich auch von Therapeutika und natürlich auch von Diagnosemethoden. Und ich stimme dem UN-Generalsekretär zu, es handelt sich hier um ein globales öffentliches Gut, diesen Impfstoff zu produzieren und dann ihn auch in alle Teile der Welt zu verteilen. Das wird eine große Kraftanstrengung sein, wenn wir einmal einen solchen Impfstoff haben. Und deshalb unterstützen wir mit ganzer Kraft die Konferenz am 4. Mai. Wir wissen, dass noch eine ziemlich beachtliche finanzielle Lücke zu schließen ist. Und deshalb möchte ich auch alle aufrufen, egal ob aus der Politik oder aus der privaten Wirtschaft, die in der Lage sind, uns zu unterstützen, um diese finanzielle Lücke von 8 Milliarden Euro, so wie uns das Global Preparedness Monitoring Board gesagt hat, zu schließen und dann wirklich sicher auf dem Pfad zu einer Entwicklung zu sein. Wir werden neue Methoden gehen müssen, auf der einen Seite der Entwicklung und parallel des Aufbaus von Produktionskapazitäten, und zwar möglichst an vielen Stellen der Welt für so einen Impfstoff. Und wir wissen, dass wir Regionen haben, die besonders stark betroffen sind. Der Präsident Südafrikas und Präsident der Afrikanischen Union in diesem Jahr hat darauf eben hingewiesen. Und deshalb ist unser Engagement für Afrika, aber auch für andere ärmere Länder auf der Welt von so entscheidender Bedeutung. Ich begrüße also, dass heute sozusagen der Startschuss gegeben wird. Deutschland wird sich mit einem substanziellen Beitrag an dieser Konferenz beteiligen. Und ich rufe alle auf, dieses so große globale Ziel mit zu unterstützen. Es zeigt sich hier, ob wir wirklich miteinander zusammenarbeiten können zum Wohle vieler, vieler Millionen Menschen. Und ich begrüße alle, die hier mitmachen, und werde auch weiter dafür werben, dass wir möglichst viele Akteure für den 4. Mai dann in wenigen Tagen finden. Herzlichen Dank, Tedros, dass du heute die Initiative ergriffen hast. Herzlichen Dank, Emmanuel. Herzlichen Dank, Ursula und Melinda Gates, für diese Initiative. Wir werden als Co-Hosts dann mit dabei sein am 4. Mai. Vielen Dank, Your Excellency. Thank you so much for your leadership.